Willkommen zur neuen Folge von Das Wort zum Montag. Und ich bin wieder einmal sauer, ja, auf unsere ach so tollen Staatsorgane, ja, ja, immer sich ach so toll fühlen. Ja, in dem Fall ist es nämlich unsere Justiz. Es geht nämlich darum, vor kurzem wurde wieder ein sogenannter Nazi-Sheriff verurteilt, ja, den man nach 70 Jahren jetzt auf einmal mit einer gewissen Sache dingfest machen will. Nun, okay. Einerseits denke ich mir immer, ja, ist zwar gut, wenn man solche Leute noch dran kriegt, aber wenn man sieht, dass es jetzt 70 Jahre her ist, die Leute waren nie unbehelligt. Jetzt im Alter, wo die dann eh nicht mehr lang zu leben haben, dann dran zu kriegen, da stelle ich mir auch schon mal eine Frage. Und zwar geht es darum um Heinz Gröning. Heinz Gröning wird der Buchhalter von Auschwitz genannt. Ja, und das ist auch das, was er gemacht hat, war gewissermaßen Schreibtischtäter, obwohl das eigentlich eher, wie wir wissen, eine Erfindung der Nachkriegsgeschichte. Ja, also im Krieg selber gab es das nicht. Aber so gesehen war er das. Er war Buchhalter. Ja, wegen seiner Bankausbildung hat er dann auch das ganze Eigentum, die ganzen Wertgegenstände der dort verhafteten und internierten Juden da verwaltet. Aber gut. Nach dem, was du lesen konnte, er hat wohl damals auch die Wahl gehabt. Entweder er beteiligt sich selber an der Tötungsmaschinerie oder dass er nur nebenbei irgendwie alles dokumentiert. Ich meine, ob das eine oder andere besser ist, weiß ich nicht. Ist Ansichtssache. Ja, die Frage ist immer, wie hätten wir denn damals entschieden, wenn wir jetzt in dieser Zeit leben würden? Aber da macht sich keiner drum Gedanken. Ja, ich überlege mir auch immer, was hätte ich getan, wenn ich das halt wäre. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, jetzt ist der Mann 94. Ja, die Justiz hat ein Urteil gefällt und ja, es stößt sehr auf Kritik, also sehr weit. Sonst immer jubeln alle irgendwie, wenn man solche Leute drankriegt. Aber ganz ehrlich, guckt euch das mal an. Er ist 94, die Sache ist 70 Jahre her. Ja, und eigentlich wäre er auch gar nicht weiter verfolgt worden. Die Sache von Demjanjuk im Jahr 2011 hatte, ja, das hatte, boah, jetzt muss ich mal überlegen, also da gab es irgendwie neue richterliche Entscheidungen wegen zur Verfolgung dieser Menschen, die im Nationalsozialismus gearbeitet haben, weil irgendwie wollte man die ganze Sache vom Tisch haben, so von wegen, dass die nicht mehr verfolgt werden, sondern so eine Verjährungsfrist. Aber das wurde dann wegen Ivan Demjanjuk dann gekippt. Und jetzt kann natürlich auch so einer wie Heinz Gröning dann verfolgt werden. Normalerweise wäre der jetzt unbehelligt, könnte vielleicht noch 100 werden oder er könnte morgen schon tot sein. Und was macht die Justiz? Nein, stattdessen hat man ihn verurteilt. So, und das sieht für mich alles sehr nach einer Siegerjustiz oder was auch immer aus. Auf jeden Fall, das ist für mich keine deutsche Rechtsprechung. Das ist wieder, wo ich sagen würde, dass unsere Justiz wieder ein Saustahl ist. Tut mir leid, es ist einfach so. Ja, das ist meine Ansicht, weil das kann ja auch wirklich nicht sein. Und sowas wird im Namen des Volkes entschieden. So, ich sage immer, nicht immer einen Namen. Es gibt so viele Sachen, wo ich nicht meinen Namen, da sollte gar nicht dabei fallen, weil im Namen des Volkes, nein. So viele Sachen, die da, wenn Kinder schön auf Bewährung kriegen, nicht in meinen Namen. Solche Leute gehören ins Zuchthaus. Und das ganz deutlich. Ja, zurück zu Heinz Gröning. Klar, er hätte ja damals eigentlich schon drankommen sollen. Damals hat man es wohl auch versucht, wie ich das gelesen habe. Ich glaube, 1978 gab es einen Fall. Nee, ich glaube, ich verwechsel das jetzt mit dem Demjanjuk. Auf jeden Fall gab es mal was. Wurde fallen gelassen. Weswegen auch immer. Und jetzt mit 94 dran. Also, ja. Also, ich wollte da mal meinen Unmut zu äußern und muss sagen, dass ich das eigentlich eine ziemliche Sauerei finde, weil der Mann könnte morgen tot sein, er könnte in einem Jahr tot sein oder sonst was. Der Typ, der Mann ist gar nicht haftfähig, der Herr Gröning. Ja. Man hätte ihn viel früher drankriegen müssen, am besten nach dem Krieg oder in den 50ern oder 60ern. Ja, es war Zeit genug da und ist es nicht passiert. Warum es nicht passiert ist, da kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich habe mal versucht zu recherchieren, aber irgendwie der eine sagt dies, der andere sagt das, ist immer so. Also muss man sich irgendwie ein eigenes Bild machen, wie immer. Nur die Ende von Geschichte gefällt mir gar nicht und das ist eine ziemlich unappetitliche Sache. So, und soweit ich lesen konnte, selbst deutlich antifaschistisch gefärbte oder bezogene Personen waren auch dagegen. Na gut, damals bei Rudolf Hess, bei der langen Haft oder unnormal langen Haft, da waren sie auch dagegen. Aber gut, wieder eine Angeschichte. Ja, jetzt könnt ihr auch mal was dazu sagen, was ihr von dieser ganzen Geschichte haltet, weil ich halte da nämlich überhaupt nichts von. Ja, und die Nebenkläger, die ja meinten, das Urteil wäre zu mild gewesen, sollten sich mal überlegen, was sie da eigentlich für eine Scheiße da machen. Ja. Es macht es nicht gut, wenn man jetzt einen Mann in seinen alten Tagen, seinen Lebenswinter jetzt noch so drankriegt, ja, dem alles versaut, weil der Mann ist einfach nicht haftfähig und wenn er lebenslang bekommen würde, was bringt das denn? Das Einzige, was man machen könnte, ihn irgendwo unterbringen, Altenheim oder sonst irgendwas.
er wird nicht älter. Er hat schon Strafungsalter erreicht. Ja. Und ganz ehrlich, ja, man muss sich zur Verhältnismäßigkeit zurückfinden, das geht so nicht. So. Also Leute, jetzt seid ihr gefragt, ihr dürft mir was dazu schreiben. Schreibt, was eure Ansichten sind. Ja, und wirklich nur Ansichten. Ne? Ihr wisst schon, ich habe keinen Bock, dass ich mehrmals die Regeln hier zu moderieren und weiß nicht was. Also Leute, schreibt was dazu, was ihr darüber denkt. Ja, ist mir egal, was ihr darüber denkt, aber schreibt es ruhig. Ja, bei mir gilt Paragraph 5 des Grundgesetzes Meinungsfreiheit, aber die hat auch ihre Grenzen. Also, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Montag.